Also dann, rein in die Olga, wir müssen hier noch ein bisschen was machen. Die Starter? Also die neuen Starter habe ich jetzt bei Gate to the Games vorbestellt. Sevega. Die habe ich nicht bei Amazon bestellt. Die kommen erst raus am 15. Ja, da. Ey, voll geil! Jeder sollte den Kugelfisch in der Hand gedrückt haben. Ich muss das wieder voll in sein Gameplay reinkommen. Hätte mir das gestern voll Bock gemacht mit Persona 3, Mann. Oder die Angehörigen, die immer kommen, bei der einen dementen Patientin, die eh alle 5 Minuten schreit, dass sie aufs Klo muss, obwohl sie nicht muss. Ja, meine Mutter muss auf die Toilette. Kannst du nicht einfach sagen, nee, mach ich nicht. So, ne? Kannst du nicht einfach sagen, ja, das sagt ihre Mutter den ganzen Tag. Also doch, Marathon, sagst du ja. Würde ich potenziell fühlen, auf jeden Fall für Persona 3. Persona 4 vermutlich auch noch. Persona 5 habe ich halt jetzt schon viel zu oft durchgespielt. Würde ich aber potenziell doch, denke ich, doch noch fühlen. Ja, die haben sich gedacht, die ist Nikote, die stinkt eh nach Fisch. Das wäre klasse, wenn sie die mal rausbringen im Shop einfach. Ich meine, im PlayStation 3 Shop haben sie es doch auch gehabt. Also was hält Sony davon ab, die einfach in den PlayStation Shop reinzuhauen? Einfach komplett ins Leben wegbrennen, let's go. Das macht einfach so Spaß, mein Leben wegzubrennen. Auch wenn das scheiße dumm ist, weil das halt wieder die ganzen HP frisst. Zum Heilen. Mann, Mann. Ich komme mit Alphens Gameplay gar nicht mehr zurecht. Ich muss wieder auf Kisara wechseln, ich komme mit ihm nicht mehr klar. Ich habe Alphen schon nicht mehr im Team, um die HP zu sparen, ja. Ich überleg's auch immer, aber ich mag ihn halt voll gerne. Huch. Ich glaub dir das. Ich meine, der frisst ja die ganzen Life Points die ganze Zeit weg mit seinen Moves, ne? Also, da verschwendest du schon viel HP an ihm. Spirale 1.
Autsch, Autsch. Can you take care of them? No sooner said than done. Appreciate the help. An Astro what? That's my cue. Shut him down. Illuminate the top of the globe. Holy man. By the power of lacerating cutlet. No chance. Move the logo. My god. Lightning gun. Looks like you came to my rescue again. You need to be careful. Astral energy. Full throttle. Ja, kann ich schon, Jesse. Wow. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich ja im letzten Part schon im Eulengebiet wieder drin. 16.000 Geld, geiler Scheiß. Und keine HP mehr. Hey Rex, na, geht's dir gut? Geht's so? Wie ist sowas los, Großer? Frozen Hammer! Ich finde Kisara richtig klasse. Sie macht halt wenig Damage, aber sie ist halt cool mit dem Schild. I could say the same to you. Good thing we're on the same side, huh? Sure climbed up a long way, haven't we? Watch your step ahead. With no fencing in place. Rinvel habe ich in der Arena gespielt. Also ich habe eigentlich bis jetzt nur Kisara und Alphen wirklich gespielt. Und Rinvel halt in dieser Arena-Quest, ne? Und ja, Rinvel war ganz funny. Gerade das Airgame war ganz cool bei ihr. Wow. Du musst ja nicht ausweichen. Blockst der mit ihr? Die hat ja nicht umsonst ein Schild. GTA auf der Switch interessiert mich absolut gar nicht. Ich würde es halt nur zocken, um mal Scheiße zu machen, aber nicht, weil mich das Spiel interessiert, sondern einfach, weil man da halt Scheiße machen kann. Kann der Block nicht rechtzeitig durch. Kingdom Hearts 1 hat kein Critical. Was soll denn los sein mit den Mod-Einstellungen? Also so Corona-Sachen sind bei mir gesperrt.
Weil ich Altenpfleger bin und den ganzen Tag in der Arbeit schon Corona-Kram hören muss. Oder genau, kann auch sein, ja, diese Kackhütchen. Diese passiv-aggressiven. Furchtbar. Ich verstehe nicht, warum Leute diese Kackhütchen machen. Gehört verboten einfach. Ja, die mögen wir hier nicht. Die hassen wir hier. Das ist, weißt du, diese Hütchen mögen viele Leute freundlich nutzen, aber für mich übermitteln die einfach nur passiv-aggressive Stimmung. Das macht mich so aggro, diese scheiß Hütchen zu sehen. Die fucken mich so derartig ab. Das macht mich so wütend. Ja, es nervt mich. Weil halt Leute diese Hütchen auch einfach ständig in irgendwelchen dummen Diskussionen benutzen. Ne? Einfach um halt quasi damit so den anderen so abzutun. So, oh, das ist nervig. Ja. LOL an sich mag ich ja. Ich lolle selber. Ich bin ja auch so ein Lollo-Rollo. Aber so Leute, die einfach die ganze Zeit dann irgend so eine Scheiße labern und immer LOL hinten dran hängen, um irgendwie eine Sache so dämlich zu reden oder so, so dieses LOL, als wäre das jetzt voll offensichtlich gewesen, was die einem da gerade erklären oder erörtern, so was, so. Rein da. Wir hatten hier mal vor einer Weile ein Mädel. Die hat auch ständig diese Kackhütchen da gemacht. Ne? Aber die war halt immer so super überheblich. Und das hat sie einfach durch diese Hütchen immer so komplett untermalt. Ne? Die sind einfach so herabschauend, so finde ich. Weißt du, das geht gar nicht. Macht mich richtig sauer. Deswegen ist es gebannt. Weil sich dann immer alle lustig finden und dann meinen, sie müssen erst recht diese Kackhütchen machen. Das ist genau wie bei meinem Tweet dazu, wo dann auch die Kommentare einfach immer nur diese Hütchen waren. Das ist genauso ein Niveau wie Leute, die unter vegane Rezepte dann Bacon schreiben. So. Ja, Blutmantel. Das ist dazu da, um mich abzufacken. Einfach nur dazu wurde das entwickelt. Viel zu wenig Ds hinter dem X, Shin. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du nicht mindestens 5 Ds dahinter gemacht hast. Ich sterbe für Speck. War das nicht, ich schwärme für Speck? Bei Cold Mirror? Der Shin kann das deswegen benutzen, weil er ein Mod ist. Also Mods können generell immer alles benutzen, auch wenn es gesperrt ist. Here, let me help.
Genau. Hier hat man nur meine Channel Emotes zu nutzen. Ich kenne noch jemanden, der immer das Lull-Emote gesperrt hatte. Weil ihn das Lull-Emote so abgefuckt hat. Aber bei dem auf dem Channel ging immer mein Steffo-Lull, weil halt Steffo davor steht. Warum sind die so zäh hier? Was ist denn ein Bronkel? Das ist ja lollig. Faschin, der kennt sich damit aus. Ist das so ein Saarländer-Ding? Ich glaube auch, dass das so ein Saarländer-Ding ist. Das verstehen, glaube ich, normale Menschen nicht. Sein Bruder gleichzeitig hat auch gesagt, ah, okay, ich verstehe. Ein Bronkel. Mhm. Weißt du, was auch handy ist, wenn ich nicht ständig meinen scheiß Orangengelee verwenden muss? Ach, Grammatik ging spätestens ab dem Moment verloren, als die Jugend angefangen hat, WhatsApp zu nutzen. Ich weiß nicht, mit WhatsApp starb irgendwie die Groß- und Kleinschreibung, finde ich. Seitdem schreiben manche Leute einfach immer nur noch klein. Ich habe damals auch dann nur noch klein geschrieben, ich habe mir das echt erst wieder angewöhnen müssen, Groß- und Kleinschreibung ein bisschen zu beachten und so. Damals habe ich es nicht als so schlimm empfunden, vielleicht habe ich es auch damals nicht so gemerkt. Mir ist es so mit WhatsApp einfach aufgefallen. Nee, SMS war einfach immer nur alles super abgekürzt. So in etwa, ja. Ja, ich meine, Groß- und Kleinschreibung ist nicht so schlimm. Ich finde es schlimm, wenn Leute gar keine Satzzeichen nutzen. Na? Also, man muss sie ja nicht perfekt setzen. Ich tue die auch immer nicht so perfekt nutzen, Tutäten. Aber, ey, nutz wenigstens ab und zu mal ein Komma oder einen Punkt in einem Satz, weil dann kann man so einen Wall of Text einfach ordentlich lesen. Ich finde es richtig furchtbar, wenn Leute einfach so Riesentexte schreiben, ohne irgendwie Satzzeichen. Finde ich mega anstrengend. Außer beim Jan. Jan ist dafür zu faul. Ja, ich meine, gut. Das ist halt so ein Jugendding, das zu nutzen, ne? Jugend heute benutzt halt irgendwelche türkischen Vokabeln. Wir haben damals dann mit diesem Denglisch-Zeug angefangen. This one's mine. More for the stockpile. Healing circle.
Das finde ich immer noch eine sehr gute Frage. Ja, guck mal, bis Fame ist, Jesse. Just like that, I'm back in it. Start by holding the front line. No sooner said than done. Wird mal Zeit, einen Campingplatz zu finden. Step back. This one's all law. Da bin ich hochgekommen. Hoffentlich treffen wir schön viele. Yeah! Nice Technique! Zeit so vieles, was ich spielen will. Beim Urlaub möchte ich ganz gerne mal wieder ein bisschen League ballern. Halt off-stream, nicht im Stream. My concentration is dwindling. Perhaps I'm tired. I will kill Chaos. Krieg ich bitte mal einen Campingplatz? Oh, nochmal zwei solche. Die stehen natürlich wieder meinem Glück im Wege. Alles klar. Der Part ist jetzt zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part. Kuss auf die Nuss.